Lieben Freunde, hier ist euer Steinwallen. Willkommen zurück hier bei unseren Piraten auf Gotland, zurück beim Piratenkönig Stena, der allerdings bislang eine überaus unglückliche Figur abgegeben hat. Ja, es sieht nicht sehr gut aus, muss man einfach mal sagen, für dieses kleine, unabhängige Königreich. Warum, das will ich euch gleich nochmal zeigen und erklären und überlegen, wie man irgendwie trotzdem noch aus der Nummer rauskommen kann. Ich weiß es nicht. Es ist dramatisch. Das Erste, was völlig in die Hose gegangen ist, ist Diplomatie. Wir haben bisher da nichts wirklich erreicht, außer zwei nicht sehr lukrative Handelsrouten. Vor allem eine Ehe hätte ich mir gewünscht. Das ist nicht gelungen und scheint auch jetzt nicht zu gelingen. Ich habe allerdings hier die Legende dieses Kartenmodus falsch interpretiert. Es ist so, dass durch die Schraffuren angezeigt wird, wo es unverheiratete Prinzen, das ist in Blau, oder Prinzessinnen, das ist in Rot, gibt. Ja, und wir brauchen erstmal eine Prinzessin. Und da kommt eigentlich nur Galizien, Volinien oder Norwegen in Frage. Und leider hatten wir da schon angefragt. Ich mach's einfach nochmal. Anbieten, königliche Vermählung, König Stena, bitte mit Pereyaslava. Aber da will nicht verheiratet werden. Bei Norwegen sieht es ebenso aus. Also, da gibt es keine diplomatische Verbindung, die uns irgendwie hilft. Das ist das erste. Na, ich würde aber sagen, noch etwas kleinere Problem. Das größere Problem ist, dass unsere einzige Chance auf einen Machtzuwachs vermutlich dahin ist, nämlich die Eroberung von Ahrensburg, glaube ich kaum, dass die noch möglich ist. Wir müssen uns das nachher mal anschauen. Denn, also, Sarema heißt der Staat. Der ist aktuell im Krieg mit dem Liefelinschen Orden. Noch existiert er. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass sie noch lange existieren. Wir müssen da mal hinfahren mit dem Schiff und gucken, wie es da aussieht. Insofern, wir müssen jetzt mal unsere Optionen prüfen. Wir sind eigentlich, also wenn wir unsere Armee noch ein bisschen weiter ausbauen, sind wir in der Lage, vielleicht mit ein bisschen Glück einen Einprovinzler zu erobern. Aber wie viele Einprovinzler gibt es hier neben Sarema? Es gibt noch die Finnen, die allerdings sind gerade schon, werden angegriffen, sowohl von Schweden als auch von Dänemark. Die werden vermutlich auch bald geschluckt werden. Dann gibt es noch Semgallen. Semgallen ist allerdings befreundet mit Litauen. Und ich fürchte, wenn wir einfach so Semgallen angreifen würden, dann würden wir über kurz oder lang in einen Konflikt mit Litauen kommen und das wäre ebenso schwierig. Litauen selbst ist allerdings gerade im Krieg mit Galizien, Volinien und Polatsk, okay. Die Situation muss man mal ein bisschen weiter beobachten. Aber ich glaube, wir gucken uns Semgallen mal an. Ich fürchte, die sind auch ein bisschen zu stark für uns. So, und das sind eigentlich die einzigen potenziellen Ziele. Wie perspektivisch, mit ein bisschen Glück kann man vielleicht noch Preußen und Pommern ins Visier fassen. Wobei Pommern eher nicht. Die sind jetzt wieder mit befreundet Brandenburg, Vasall von Dänemark. Preußen verbündet mit Pommern. Gut, sie sind aber gerade im Krieg mit Polen. Das wiederum ist ganz nett. Allerdings, was nicht ganz nett ist, ist die Tatsache, dass Preußen einer unserer beiden Handelspartner ist und damit auch kein so tolles Ziel abgibt. Tja, Leute, schwierige Situation. Der Punkt ist, gerade weil es da um Tempo ging, habe ich halt hier diesen Ausbau der Dorfmiliz gemacht und wenn wir jetzt natürlich mittelfristig gar nicht angreifen können, ist dieses Gebäude die schlechtere Wahl. Da müssen wir natürlich auf bessere Truppen gehen. Gut, okay, was machen wir in dieser Situation? Als erstes würde ich sagen, wir prüfen mal, wie es jetzt wirklich aussieht, indem wir mal in die Richtung fahren und gucken, was ist da los? Was ist vielleicht auch los in Semgallen? Und vielleicht können wir sogar in Finnland einfach auch einfallen und ein bisschen plündern im Hinterland. Das wäre doch eigentlich piratenmäßig. Versuchen wir das als nächstes. Und dann ist natürlich zu entscheiden. Eine großartige königliche Hochzeit hat stattgefunden. Ah, okay, alles klar. Jetzt ist das, was passiert ist. Eine Landpomeranze haben wir geheiratet. Königin Ingrid. Gut. Naja, immerhin, dann wird es sicher dann auch bald Nachwuchs geben. So, da ist unser Schiffchen. Und der Wind steht günstig heute. Das ist jetzt ein bisschen entscheidend, was hier los ist. Okay, Windau scheint mir auch einigermaßen stark zu sein. Die haben da eine gut ausgebaute Burg. Und wir sehen hier, Kaunas hat Probleme. Galizien ist hier
kämpft gegen Litauen in der Belagerung und wird, wie es aussieht, vielleicht auch gewinnen. So, Riga gehört zum Livländischen Orden. Ja. Gut. Wo haben die? Haben die? Ist das eine ganze Provinz nur hier? Warte mal kurz. Nee, die haben ja hier noch eine Provinz Vilnius. Ich war kurz verwirrt. Da können wir natürlich nicht reingucken, wie da sie die Situation ist. Aber wenn das erobert wird, dann fällt natürlich hier der Freund, der große Freund, weg von Semgallen. Ja, ist vielleicht eine Option. Land in Aber Sicht. noch sind wir nicht zu Los stark. geht's. Jetzt müssen wir gucken, was hier vielleicht los ist in Ahrensburg. Und wir müssen natürlich unser Geld im Blick behalten. Ja, was sind jetzt mögliche Optionen? Wir können natürlich Geld für weiteren Ausbau ausgeben, aber ich glaube, weil wir so isoliert sind, ist vielleicht ein Diplomat ganz gut. Das Blöde ist, dessen Missionen kosten uns 15 Gold Unterhalt. Aber ich glaube, das ist jetzt entscheidend, dass wir uns irgendwie absichern. Wenn wir nämlich jetzt nichts erobern können, dann gibt es nur eine Möglichkeit. Wir müssen uns einigeln und so stark wie möglich aufbauen und versuchen abzuwarten, um im entscheidenden Moment vielleicht dann doch noch eine Gelegenheit zu ergreifen, irgendwo anders einzugreifen. Das ist so die einzige Option, die ich jetzt sehe. So, deswegen heuern wir jetzt erstmal einen Planen wir unsere Diplomaten an. Strategie. Ritter Ottar. Und mit dem werde ich versuchen, jetzt die Beziehung zu verbessern. Und ja, das ist natürlich Die jetzt der Welt spannende steht Punkt. euch zur Verfügung. Ja, schaut mal, hier sehen wir auch ein bisschen mehr. Was ist das hier? Preußen? Ah, da können wir auch noch mal gucken, was da unten in Preußen los ist. Richtig, genauso interessant. Aha. Okay, hier ist Polen am Plündern. Ohne Widerstand. Ja gut, aber wie gesagt, mit Preußen haben wir einen Handelsvertrag. Aber der ist sowieso bald hinfällig. Aber Malbork existiert noch. Das ist also die einzige polnische Armee, wenn ich das richtig sehe, die da jetzt unterwegs ist. Während hier Galizien-Volinien gegen Litauen kämpft. Also wenn sie das erobern, dann scheint mir Semgallen vielleicht tatsächlich noch ein Opfer zu sein. Aber wir sehen hier eine ziemlich große Armee von Semgallen, die wir selbst lange nicht besiegen können. Wo ist die denn? Ah, da, schaut mal. Die Stadt war da eben ganz Der kurz zu Wind sehen. Wir steht müssen kurz günstig nochmal heute. da. Okay, die steht vor der Stadt. Politische Übersicht. 4100. Also damit hätten wir dann zu kämpfen. Mich wundert ein bisschen, dass Semgallen selbst nicht im Krieg ist, auch gegen Galizien-Volinien, dass sie ihrem Freund nicht helfen. Aber das ist eine interessante Information, die wir jetzt haben. So, und was ist hier in Es Ahrensburg gibt los? nichts Schöneres als eine kühle Brise am Morgen. Das ist das nächste Spannende. Und in Ahrensburg läuft gerade die Belagerung von des Livländischen Ordens gegen Sarema, ja. Die sind hier mit 4100 Mann. Ja, Unterhalt müsste gerade so noch reichen. Ja, das sieht ganz nach einer Eroberung aus, ne? 2300. Aber das Einzige, worauf wir vielleicht hoffen, dass ihnen der Unterhalt hier ausgeht, die Vorräte ausgehen und dass sie die Belagerung abbrechen. Das wäre dann unser Moment. Das wäre dann unser Moment. Bis dahin müssen wir natürlich unsere Armee noch ein bisschen ausgebaut haben. Vielleicht gibt es doch noch Chancen. Okay, das behalten wir im Blick. Ah, es gibt so viel zu tun jetzt, zu viel zu überlegen. Wir müssen überlegen, wo schicken wir unseren Diplomaten hin? Was ist jetzt das Sinnvollste? Also ich würde gerne, also die größten Gefahren sind natürlich Schweden und Dänemark, um ehrlich zu sein. Deswegen würde ich gerne so gute wie mögliche Beziehungen mit Schweden anstreben. Insofern tendiere ich dazu, jetzt den Triffiger Rat. Diplomaten dahin zu schicken und Beziehungen zu verbessern mit Schweden. Ich packe und breche sofort auf. So, das wird uns, wie gesagt, 15 Unterhalt kosten. Was sehen wir hier oben im Übrigen? Auch ganz interessant. Die schwedische Armee, die hier gegen Rebellen kämpft. Und da haben wir die schwedische Armee, die gegen Novgorod kämpft. Ach, Schweden ist auch im Krieg mit Novgorod. Mit Finn und Novgorod, okay. Gut, das ist natürlich interessant. Dann schauen wir uns also Finnland auch noch mal ein bisschen genauer an. Hervorragend. Gut, alles klar. Land Also in Sicht, auf Befehl des Königs. wir müssen hier einiges im Blick behalten. Ich muss kurz auch noch mal gucken, wie sieht es hier mit der Bevölkerung aus. Wenn wir wieder drei Arbeiter haben, Der Wind steht sollte die günstig nächste heute. Armee dann noch Wird mal gemacht. kommen.
Los geht's. So, was haben wir hier oben? Ketzerei und Heidentum springen auf einen unserer Nachbarn über. Ich bin da. Was soll ich Ihnen sagen? Okay, bei unseren Nachbarn in Schweden breitet sich heidnische Überzeugung aus. Ist das so? Können wir uns da mal die Religionskarte angucken? Die Welt steht euch zur Verfügung. Tatsächlich. Ha, ist ja verrückt. Da und da. Na sowas. Okay, so, Helsinki. Hier ist leider schon alles geplündert. Außer das da. Und ich frage mich, hat Helsinki irgendwelche Verbündeten? Oder können wir nicht einfach hier mal schnell anlanden und eine kleine... Es gibt nichts Schöneres als eine kühle Brise am Morgen. Eine kleine Plünderfahrt machen und einen Krieg erklären. Also, sie haben einen Freund und das ist Novgorod. Okay, gut. Das ist das Problem. Deswegen ist es vermutlich auch zum Konflikt zwischen Schweden und Novgorod gekommen. Ja, und die Freunde, die helfen tatsächlich, habe ich jetzt schon mehrfach erlebt. Das funktioniert nicht, Leute. Also, wenn das nicht der Fall wäre, würde ich da jetzt zuschlagen, aber das ist mir zu riskant am Ende. Wir marschieren los. Gut, wir dürfen auch nicht ewig auf hoher See bleiben, weil wir sonst Versorgungsprobleme bekommen. Es gibt hier. Nichts Schöneres als eine das kühle geht halt Brise runter. Am Morgen. So, wie sieht's hier aus? Minus 0,3 ist aber ein ziemlich minimaler Verbrauch. Ah ja, Diplomat ist in Schweden eingetroffen. Okay, mal gucken, wie schnell das geht. Nächstes Königreich ist zerstört, das Ortikidenreich. Das war doch Ziel irgendwie des Kreuzzuges. Okay, so kann man das natürlich auch beenden. 2, 3. Ja, die haben noch relativ viele Leute. Also es ist nicht einfach, hier Städte und Burgen zu belagern. Muss man mal dazu sagen. Ja, ja, ja. Aber ich würde, wir müssen das eigentlich beobachten, ne? Hier sind wir schon wieder auf 3 gekommen. Das sind aber, naja gut, wir haben noch ein bisschen Potenzial. Nehmen wir nochmal die nächste nordische Miliz hier. Okay, wobei, mir fällt ein, ich glaube, es lohnt sich, es ist besser, wenn man die erst rekrutiert, wenn man sie auch wirklich braucht, weil Überschüsse bei der Bevölkerung sorgen auch für Überschüsse in Gold, glaube ich, und sowas. So, Handelszentrum sind nach Rotna gezogen, in Galizien-Volinien. Nun gut, so sei es. Wir haben 544. Wir nehmen natürlich jetzt auch deutlich weniger ein durch diesen Diplomaten. Das ist ein Problem. Ich denke aber, dass ich als nächstes auf den Piratenhafen spare. Das gibt uns 5 Gold und 5 Handel. Damit sind wir bei 30 Handel, was uns dann eine Erweiterung der Handelsroute gibt. Das ist schon das Effektivste. Außerdem, rollenspielerisch muss das ja eigentlich jetzt mal so sein, ne? Unsere Späher haben ein Söldnerlager entdeckt. So, was ist jetzt hier los? Ist die Geschichte jetzt abgebrochen? Land in Sicht! Wir marschieren weiter! Tatsächlich, die ziehen ab. Die haben die Belagerung aufgegeben. Okay. Das ist ja verrückt. Aber da kommt da die nächste Armee? Ja, da ist auf jeden Fall ein 2 Armeen, die jetzt erstmal da lagern vom Livländischen Orden. Puh. Okay. Spannende Entwicklung. Wir sind aber, glaube ich, noch nicht stark genug. Der Wind steht günstig heute. Für eine erfolgreiche Belagerung. Fürchte ich einfach. Ich würde sagen, wir segeln mal hier runter, um mal hier unten die Situation nochmal zu prüfen. Hier läuft es noch weiter. Ja, das sieht allerdings erfolgreich aus, was Galizien-Volinien betrifft. Hier geht dem Verteidiger die Nahrung aus. Der Wind steht günstig heute. Die Armee zieht weiter. Und bei uns sind im Übrigen Söldner aufgetaucht, aber das ist jenseits von Gut und Böse. Gut, wir könnten uns für 490 slawische Bogenschützen leisten. Das ist. Und hier noch 590 slawische Infanterie, aber. Ich weiß nicht, ob wir dafür jetzt unser wertvolles Geld ausgeben sollten. Bin ich mir nicht sicher. Da unten wurde ein weiteres Königreich zerstört. Es gibt nichts Schöneres als eine kühle Brise am Morgen. So, wir gehen erstmal an Land und wir müssen... Endlich wieder warmes Essen. Wir brauchen
Ressourcen. Das Blöde ist, auch das kostet, ne? Oh mein Gott. Das kostet richtig viel. Oh mein Gott, was habe ich getan? Das heißt, es ist mit Abstand sinnvoller, vielleicht nur mit einer Armee oder so, oder vielleicht nur mit dem König selbst unterwegs zu sein. Das kostet uns 600 Gold und 300 Nahrung aus dem Stadtlager, um die Ressourcen aufzufüllen. Oh Gott. Oh Gott. Das ist ja der Hammer. Gut, kurzer Blick mal auf die Beziehung. Hat sich im Blick auf Schweden schon was getan? Null. Okay, also da habe ich jetzt mir irgendwie einen besseren Effekt Unsere erhofft. Königin hat eine wunderschöne Prinzessin geboren. Okay, wir haben eine Prinzessin. Festmahl werden wir nicht veranstalten. Wir sagen einfach nur großartig. Naja, gut. Dänemark, nicht Angriffspakt mit Schweden. Tod von König Valdemar, den Verteidigungspakt gegen Pommern Dänemarks beendet. Ja, okay. Der Kreuzzug ist vorbei. Auch ab und an die Armeen schauen. Haben ihr Ziel erobert. So, Uakla, das ist jetzt von der Provence vernichtet. Ich dachte, das wäre eben schon vernichtet worden. Uakla wurde von Kreuzfahrer Bernatz erobert. Der Kreuzzugsanführer erhob keinen Anspruch auf die Provinz und übertrug die Herrschaft über sie der Provence. Okay. Das heißt, warte mal, können wir da wie hinspringen? Ja, nur zur Provence. Das heißt, die haben da unten jetzt... Die Welt steht euch zur Verfügung. Tatsächlich. So ein Binnenland-Provinz. Na, ob das klappen wird? Alles klar. Die Almohaden reiben sich möglicherweise schon die Hände. Gut. Tja. Halt, hier wollte ich nicht hin. Wir gehören weiter in den Norden. Dahin. Okay. Unser Diplomat hat die Verbindung zu einem anderen Königreich gestärkt. Aha, jetzt war es erfolgreich. 87 plus. Gut. Das kommt also schubweise. So, wir haben wieder zwei Bevölkerung. Und dass hier der Armeevorrat nicht von selbst hochgeht, ist auch irgendwie ein bisschen nervig. Ist denn der Verbrauch wirklich geringer, wenn ich jetzt nur mit einer Armee irgendwie mich bewege? Was ist euer Wunsch? Minus 0,04. Also der Vorratsverbrauch ist identisch. Das ist insofern eine super teure Angelegenheit, jetzt so eine Endlich zu Hause. Spionageaktion durchzuführen. Das ist ja widerlich. Die hat uns echt 600 Gold gekostet. Wahnsinn. So, wir haben wieder 200 Bücher. Und jetzt ist gut zu überlegen. Also am liebsten würde ich als dritte Militäreigenschaft ja tatsächlich Belagerer haben. Wobei, die eiserne Faust ist ganz cool, weil wir dadurch besser plündern können. Diese Idee, über Plündern Geld zu machen, die finde ich gar nicht schlecht. Aber es muss halt, die Konstellation muss irgendwie klappen. Meine Truppen warten. So, was können wir noch machen? Wir können Verwaltung. Das ist nicht schlecht, weil er führt ja auch Visby. Das gibt uns 5 Gold mehr pro Runde. Wissensdurst gibt plus 20% schnellere Truppenerfahrung. Na, ist vielleicht jetzt nicht ganz so relevant. Und Strategie 3. Plus 20% Terrainvorteil. Ja, ich tendiere tatsächlich jetzt mal zur Verwaltung, in der Hoffnung, dass wir noch diese Belagerungsfähigkeit als nächstes wiederbekommen. Mein Wissen ist gestiegen. Ja, tatsächlich. Belagerungskunst. Ja, das ist cool. Das können wir dann das nächste Mal nehmen. Okay, gut. Also, unsere Armee würde jetzt aus wie vielen Leuten bestehen, wenn wir angreifen würden? Aus 3380. Ich würde sagen, wir warten jetzt noch auf die nächste Truppe, die wir hier haben können. Und dann versuchen wir unser Glück. Beziehungsweise schippern noch einmal rüber und gucken, ob wir angreifen können. Dann erklären wir Krieg, landen dort und ja, plündern vielleicht erstmal ein bisschen. Arnsburg scheint ja keine richtige. Doch, die Armee ist da drin, ne? Ja. Und wir brauchen 600 für die Versorgung. So. Jetzt wird's interessant. Was ist hier los? Litauen wurde durch Polatz zerstört? Was?
politische Übersicht. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Litauen existiert nicht mehr. Das verändert jetzt ja einiges. Das heißt, der Freund von Sem Gallen ist auch nicht mehr da. Okay. Sem Gallen, haben wir aber gesehen, hat eine größere Armee als Sarema. Die waren bei über 4000. Und die waren bisher noch nicht im Krieg. Also auch nicht geschwächt. Insofern ist das das zweitinteressanteste Ziel für uns. Das interessantere ist das hier, mit Sicherheit. Okay. Ja. Gut, also ich denke, wir machen das. Wir ziehen das durch. Der Plan steht. Wenn wir die andere Truppe haben, man könnte dann noch einen Marschall, einen weiteren Marschall uns sich finanzieren. Der bringt immerhin auch nochmal 200 Ritter mit sich. Das wäre eine gute Sache eigentlich. Das Ärgerliche ist, sind die 600 Gold, die wir brauchen für das hier. Das ist so bitter. Naja. Gut. Der Marschall muss natürlich eine Extra-Armee sein. So, wir haben die drei. Oh mein Gott. Die Zeit ist schon verstrichen. Okay, also dann gönnen wir uns jetzt die nordische Miliz. Die letzte, die nächste. Dann müssen wir jetzt den Unterhalt finanzieren. Das sind 600. Also die Armeevorräte, meine ich. Das sind 600, die wir ausgeben müssen. Und dann holen wir uns jetzt auch noch einen Marschall für 200 Gold. In der Nähe von Visby. Wie lautet euer Befehl? So. Und der... Der wird hier rausgehen und wir werden jetzt hier auch rausgehen und dann geht's los. Dann fahren wir vor die Küste von Ahrensburg und hoffen, dass die anderen nicht jetzt schon die Belagerung wieder gewonnen haben. Wenn das der Fall sein sollte, dann würde ich, glaube ich, versuchen, hier noch ein bisschen was zu plündern dort. Ein neuer Papst steht der katholischen Kirche vor. Papst Honorius III. Ist friedlich in seinen Gemächern entschlummert. Okay. Papst Paul I. ist der neue Mann. So sei es. Der Wind steht günstig heute. Wird er mitkommen? Ah, okay. Wir müssten bald die Küste erreichen. Zeit zum Aufbruch. So, was sehen wir in Ahrensburg? Das ist das Spannende. Hier ist im Moment nichts. Das ist hervorragend. Das Blöde ist, hier ist noch eine Burg heile. Und ich bin mir nicht ganz sicher. Ich meine mich zu erinnern, dass es Abnutzungsprobleme gibt, wenn man die Burgen in dem Gebiet nicht vorher erobert, bevor man belagert. Aber habe ich tatsächlich nicht mehr ganz so drauf. Es gibt nichts Schöneres als eine kühle Brise am Morgen. Ich würde sagen, wir versuchen es jetzt einfach mal. Und wir müssten bald die Küste erreichen. Werden jetzt den Krieg erklären. Oh mein Gott. So, Audienz, Krieg erklären. Eure nächsten Worte könnten fatal enden. König Stena sagt Perku. Die Meinung unserer Kaufleute hat sich verschlechtert. Die Meinung unserer Bauern ist etwas schlechter. So, das ist schlecht für unsere Gesamtkönigreichsstabilität. Die Bauern finden das gar nicht toll. Das heißt, wir nehmen jetzt auch weniger Nahrung ein. Moral von Bauern und Miliztrupps hat sich reduziert. Und das Bevölkerungswachstum. Bei den Kaufleuten gibt es weniger Einnahmen durch Handel. Ja, gut. Ja, aber die werden sehen, das ist alles zum Wohle von Visby, ist doch klar. -2, -2 jeweils. So, ja, Jetzt ist die Frage, ich meinte, wir könnten, nee, wir müssen, also, es ist eine Zeitfrage, wir müssen so schnell es die Belagerungsausrüstung geht, vor. Glaube ich, belagern. Befestigt ein Lager vor ihren Toren. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie das dann aussieht. Nur Mut! Angriff! Okay. Weitere Truppen sind gekommen, um uns zu helfen. Es sind Truppen. Ach ja, gut, das sind unsere beiden Armeen. Wieso? Wir sind mit 4100 gegen 3760. Unsere Armeevorräte sind voll. Armeemoral 18. 25. Oh mein Gott. Warum ist die so stark? Kampf gegen fremde Religion plus 5 haben wir aber auch. Die Anfangsmoral plus 16 plus 18. Das Stärkeverhältnis stärkt ihre Moral
merkwürdig. Ja. Wir sehen, es ist knapp. Und hier hat uns jetzt wirklich jetzt noch die Belagerungsfähigkeit geholfen. Die können wir noch hinzufügen, wenn es dann soweit ist. Aber ehe wir diese Zahl der Bücher bekommen, dauert es noch eine Zeit lang. Tja. Okay, ist die Frage, ob es klüger gewesen wäre, vielleicht erst einmal die anderen, also hier diese ganzen anderen Sachen zu belagern? Minus 1,2. Wir haben eine diplomatische Botschaft erhalten. Preußen. Wir brauchen mehr Armeen, um eine Chance zu haben, Polen zu besiegen. Nee. Da werden wir nicht mitmachen. Das ist absurd. Wir können Polen allein besiegen, aber mit eurer Hilfe wird der Kampf sehr viel einfacher. Wenn ihr bereit seid zu akzeptieren, ist euch die Freundschaft Preußens gewiss. Wir sind sogar bereit, einen Nicht-Angriffspakt mit Gotland zu unterzeichnen. Ach Leute, ihr könnt doch nicht Polen besiegen. Das ist doch völlig unrealistisch. Steht euch zur Verfügung. Polen. Wir gucken uns Polen mal an. Polen aktuell im Krieg mit Preußen und Pommern. Nee. Das schaffen die niemals. Da machen wir nicht mit. Wir haben andere Sorgen. Wir haben unseren Adel verärgert. Ja, okay. Der Adel ist jetzt auch noch sauer. Oh Gott. Weil die das toll fanden. Ja, das hat natürlich jetzt schon ein bisschen Auswirkungen. Huch, wo bin ich? Auf unsere Stadtstabilität. Aber es geht gerade noch so. Plus 1. Naja. So, aber ich sehe hier ein bisschen schwarz, was die Belagerung betrifft. 4.000 gegen 3.752 wird das wahrscheinlich schwer werden. Ist die Frage, nehmen die Nahrungsmittel der Verteidiger schneller ab als unsere Vorräte? Unsere Armeen sind bereit, eine Stadt anzugreifen. So, Epirus wurde von Venedig vernichtet. Na gut. Wir können natürlich irgendwann, wenn wir hier wieder 3 voll haben, da noch ein bisschen Verstärkung hinzufügen. Was ein bisschen schade ist, dass ich zum Beispiel Ritter Olaf jetzt nicht wegziehen kann, separiert. Das ist ein bisschen schade. So, aber um ehrlich zu sein, es sieht mir ganz so aus, als würden unsere Vorräte unser Diplomat hat unsere zu Ende Beziehungen gehen, verbessert, bevor die gegnerischen zu Ende gehen. Okay, mit Schweden sieht es aber immer besser aus. Das ist doch schon politische mal ein kleines Erfolgserlebnis. Schaut mal, es ist schon grün. Grün bedeutet wohlwollend. So, kann man jetzt hier irgendwas kriegen? Zum Beispiel ein Handelsabkommen vielleicht. Die Meinung unserer Kaufleute hat sich verbessert. Na, hervorragend. Das hat sich doch mal gelohnt. Und wie wäre es denn, wenn wir noch einen Nicht-Angriffspakt machen? Naja. Okay. Das geht nicht so einfach. So, da stellt sich die Frage, ob wir vielleicht sogar mit Preußen unseren Handelsvertrag beenden. Oder wir können... Ja, nee, einen dritten Kaufmann können wir uns nicht leisten. Ja. Vielleicht nutzen wir die Situation dann eher in Preußen aus, dass Polen dort Krieg führt. Okay, wer hat nochmal hier den... Heute werden die Geschäfte laufen. Wer hat nochmal hier den aktiven Handel mit... Morgen hier. Werden wir reicher sein. Du handelst mit Preußen. Ich würde sagen, das verändern wir. Wir werden... Wir haben unsere Kaufleute verärgert, Majestät. Ihn zurückrufen? Ja, Kaufleute, die müssen auch nicht... Wir haben doch was vor. Die sind auch immer so ungeduldig. Ihr wisst, dass der Unterhalt kostet bares Geld, ne? Ich würde sagen, das war jetzt insgesamt keine so gute Idee. Wir sind zu schwach. Wir hätten die Belagerungsfähigkeit haben müssen. Dann wäre es vielleicht gelungen, 15% mehr. Ich hätte auch mir eigentlich erhofft, dass hier die gegnerische Truppenstärke doch etwas geringer ist. Aber nee, wir müssen der Realität ins Auge sehen. Wir werden die Belagerung aufheben. Ja,
Die Armee wird sich aus der Belagerung zurückziehen, welche ohne eure Unterstützung fortgeführt wird. Eure Armee erleidet keine Nachteile. Ach, warte mal, bleibt denn eine Armee da? Diesmal hatten sie Glück. Nee, bleibt sie nicht. Dann werde ich jetzt mal Folgendes machen. Wir werden hier nochmal ein bisschen plündern. Wenn wir schon nicht. Euch, Majestät. Plündert dieses Dorf. Ich wenn wir schon nicht belagern können. Zermalmen. Eine andere Armee ist zu uns gestoßen. Werden wir wenigstens hier das Dorf plündern. Marschland und Hügel sind hier. So, schaut mal, das geht jetzt hier los. Und ich hoffe, dass die Kosten dann vielleicht wieder reinkommen von dieser Aktion. So, unser Händler zur Verfügung, ist frei. Und Schweden gibt uns ein bisschen mehr, aber vor allem gibt das bessere Beziehungen mit Schweden. Export und Import liegen mir im Blut. Das ist der Hauptgrund, warum ich das jetzt mache. So, Schweden ist dem Verteidigungspakt gegen das Reich des Liefländischen Ordens Dänemarks beigetreten. Dem würde ich gerne auch beitreten. Darf ich auch mitmachen? Die Welt steht euch zur Verfügung. Warte mal, Audienz anbieten? Nee. Warte mal, wie kommt man nochmal in diesen Verteidigungspakt rein? Muss man das über einen Diplomaten machen oder kann man da nicht einfach mitmachen? Galizien? Ja, also mit Schweden sind wir jetzt vertrauensvoll. Das ist echt gut. Ja, was mich halt wundert, normalerweise... Okay, hier wird nur angezeigt, wenn wir in welchen gemeinsam mit Dänemark dabei sind, nicht wahr? Weil ich sehe nämlich gar nichts von diesem vermeintlichen Pakt. Von dem uns da in den Nachrichten berichtet wird, das ist ein bisschen unklar. Okay, gucke ich mir nochmal genau an, aber da wäre ich gerne mit dabei. So, jetzt ist die Frage, was kriegen wir hier noch raus aus dieser Plünderung? Tötet sie alle! Tötet sie alle. Das ist doch mal ein Wort. 3-9. Den könnten natürlich jetzt hier auch rauskommen und eine Feldschlacht wagen. Aber dann haben sie ihre Stadtwache nicht mehr. Insofern sind wir hier leicht im Vorteil. Ich hätte also insofern doch wirklich gleich die Plünderung. Mein erster Handel hier ist abgeschlossen. Unternehmen sollen. So, Handel mit Schweden läuft. Sehr gut. Hervorragend. Was ist das eigentlich hier für ein blauer Punkt? Das sind denen. Warum sehen wir die? Weil die in unserer Sichtweite sind wahrscheinlich. Ja, alles klar. Wir ergeben uns nicht! Haltet stand! Jawohl! Unsere Armeen haben eine Siedlung gebrandschatzt. Unsere Armee zeigt sich aktuell zufrieden mit unserem Vorgehen. Großartig! Wir haben 385 Gold erhalten durch die Plünderung und 50 Versorgungspunkte. Und wir wissen, 50 Versorgung hat einen Wert von 500 Gold. Das ist ja grandios. Und die Armee findet es auch toll. Was bringt es, wenn die Armee es toll findet? +1 Armee-Oral, -4 Stärke feindliche Armee-Revolte-Pläne, reduzierte Goldkosten für Truppanheuerung. Okay, und Söldner sind billiger. Ja, die Bewohner Saremas sind wütend, das ist halt so. Ich würde sagen, weil das so gut geklappt hat, bleiben wir noch ein bisschen hier auf der Ecke. Nehmt mit, was ihr könnt. Sollen wir los? Zeigt und, es diesen Ungläubigen. Und plündern da drüben auch noch den Rinderhof. So, das ist eine Maßnahme, von die Piraten würdig ist, würde ich sagen. Dann mache ich an dieser Stelle erst nochmal Pause. Wir leben noch. Das ist zumindest eine gute Nachricht. Wie lange? Das ist die große Frage. Wir binden uns mal freundschaftlich an Schweden. Das ist meine Hoffnung. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin macht's gut. Euer Steinwallen.